Moin zusammen, willkommen zurück auf Deponia. Ja, dir ist auch schon langweilig, ne? Kann ich voll verstehen. Ich habe dich eine lange Zeit in Ruhe gelassen, wegen Urlaub und so ein bisschen so. Naja, gut. Also, hier sind wir wieder. Und was gibt's denn hier? Goal! Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Ich bin so froh, dass du so gut zu ihr bist. Ist sie denn ansprechbar? Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich Oh. wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Ach ja, genau, ach ja. So, was haben wir denn noch? Verdächtige Diese Lämpchen. Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Genau, sie bewegen sich. Okay. Sardellenautomat. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ach du liebe Zeit, was war das denn für ein Geräusch? Nimm das mal mit. Okay, so, wir haben. Oh, wir haben nichts weiter am Start, außer Sardellen am Spieß. Ja, cool. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ich bin mir sicher, dass das so ist. Ja, genau. Ja. Nein, du hast sie. Nein, was? Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Oh mein Gott. Okay, gut. Also du hast den Stock am Start. Ja, cool. Das war nicht das, was ich brauchte, aber okay. So, Zuckerwattemaschine. Und hier sind verschiedene Hebel. Was kann man dann machen? Die Schalter verstellen die Lichter. Da drei und auf der anderen Seite eins. Was? Wo hast du das denn jetzt gesehen? Moment, wo hast du das eben gesehen? Ach Aha, so, eins hier. aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Ach, diese Lämpchen meinte. Ich dachte, da oben die Lämpchen. Okay. Drei und drei? Sechs, oder? Das stimmt. Wie hast du es erraten? Ich komme schon noch drauf. Okay, gibt es da eine bestimmte Konstellation, die wir einstellen Upsi. müssen? Nein. Oh nein, du hast es kaputt gemacht. Okay, warte mal. Kann da dieser Spieß helfen? Lass mal gucken. Nee, der kann da nicht helfen. Okay, verdammt. Gut, das geht nicht. Ich komme schon noch drauf. Ja, gut. Wir brauchen ohnehin erstmal einen Hinweis, wie die Lämpchen auszusehen haben. Okay, was ist denn hier mit der Einmal Zuckerwattemaschine? Zuckerwatte, bitte. Juhu! Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. So, da ist ein verdächtiger Damit lässt sich Hebel. der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Okay. Scheint kaputt zu sein. Ich muss bestimmt erst dieses Hebelrätsel lösen. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Okay, hat es zurückgestellt. Gut, aber wenn wir jetzt nur noch zwei Hebel Ich zur muss Auswahl haben. binär denken. Hä? Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Okay. Es sind alles Primzahlen. Ich komme trotzdem nicht drauf. Es sind alles Primzahlen. Ja, das ist cool. Aber Hebel 1 und Hebel 3 haben wir jetzt noch am Start. Hebel 2 bleibt gedrückt. Aber es verändert sich ja auch nichts. Wenn ich, Das guck hier mal. gab's schon mal. Ja. Okay, gut. Komm ich noch nicht weiter? Weiß ich Hey, noch nicht. da scheint was dahinter zu sein. Ach. Was zum ein Stecker? Och nö. Wieso? Lass uns mal gucken. Nimm den Nicht Stecker mal wirklich, mit. oder? So einfach kann es doch nicht sein. Nein, ist es auch nicht. Einmal Zuckerwattemaschine. Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Okay. Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr Aber steht. dafür haben wir den Stab. Okay. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Ja, das machen wir auch gleich. Aber anderer Geschmack. Jetzt steht er auf Calzone. Lecker. Calzone als Zuckerwatte. Das ist bestimmt eine Spitzenidee. Okay, gut. Und er hat Calzone, Zuckerwatte. Ja, gut, was immer das auch zu bedeuten hat. Na, ich weiß es noch nicht. Und irgendwas hat das hiermit auch noch zu tun. Was, wenn ich Quersummen bilde? Quersumme von was? Jetzt sind es 3, 6. Was? 6? Okay. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein.
Du möchtest mich doch nur in die Irre führen, ne? Das ist es. Okay, gut. Wir machen erstmal was ganz anderes. Kaugummiautomat. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Hm, ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Okay. Was hat er jetzt gezogen? Kaugummi. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Okay. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Das ist ja nett. Okay, wir haben ein gekautes Kaugummi. Das ist schön. So, haben wir dann noch was, irgendwas vergessen? Das haben wir da. Upsi, da hat sich Windows komischerweise gemeldet. Was wollte Windows denn von mir? Also verdächtig Lämpchen. Nee, das hatten wir schon. Okay, gut. Dann gehen wir doch mal nach links weiter. Mal gucken, was hier passiert. So, okay, wir sind am Eingang. Wie es scheint, beleuchtet. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Okay. Beleuchteter Torbogen. Nix. Okay, was haben wir denn hier sonst noch? Da geht's noch irgendwo hin. Da sind noch Musik. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Wir müssten Licht einschalten, ne? Klappe. Befindet sich denn irgendwas dahinter? Oh, was ist da hinten noch? Was ist das? Lass uns das mal gucken. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Ja. Oder null. Eins oder null. Hä? Okay, können wir denn da die Zuckerwatte einpacken und die dann anzünden? Das geht. Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach allem schmecken. Okay, war wohl nicht die richtige Zuckerwatte. Kann das sein? So, kannst du die dann auch aufessen? Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Ja, und wie findest du's? Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Geht. Oh, ist das eklig. Okay. Gut. Mal gucken, welche anderen Geschmacksrichtungen gibt es denn dann noch? So, gehst du da hinten mal hin? Ja, genau, zum Candy Shop. Da gibt es doch bestimmt noch eine interessante Variante, ne? Okay. Jetzt steht da auf Phosphor. Ah, Phosphor. Ja, siehste, Phosphor leuchtet. Glaube ich. Phosphor leuchtet doch im Dunkeln, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, die leuchtet jetzt schon. Alles klar. Gut, Eingangshalle. Na, dann mal nichts wie los. So. Runter, jawohl. Und dann bitte hier die da reingefummelt. Ich meine, das funktioniert, ne? Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Okay, aber Phosphor ist doch richtig. Okay, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es richtig ist. Wir nehmen sie erstmal wieder mit. Vielleicht können sie irgendwo anzünden. Aber Phosphor, nee, warte mal, Phosphor ist doch... Phosphor leuchtet im Dunkeln. Kann man das damit kombinieren? Kaugummi kann nie genug Zucker haben. Ich habe das mit Tonis Zahnpflege-Kaugummis auch immer so gehalten. Okay, gut. Ja, aber wenn ich sie jetzt anfasse, dann wird er sie wahrscheinlich essen. Kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Ja, er isst sie auf. Okay, nee, das war nicht, was ich wollte. Okay, alles klar. Gut, ja, das ist jetzt schade, aber ich glaube, Phosphor ist richtig. Aber ich verstehe nicht, warum es nicht im Dunkeln leuchtet. Wir holen mal noch eine Packung. So. Okay, alles klar. Gut, die haben wir am Start. Mal gucken, vielleicht können wir die irgendwo entzünden. Nee, hier irgendwo nicht. Okay. Wir sehen uns erstmal weiter um. Zur Bahnhofshalle. Erstmal runter. So, was ist das hier für ein Gerät? Das ist gar nichts. Da geht's zur Bahnhofshalle. Hier geht's zum Turm. Ist denn da sonst noch was? Nee. Okay, probieren wir es erstmal in der Bahnhofshalle.
Ich hoffe, die Typen sind uns nicht auf den Schlichen. Nee, sieht gut aus. Klappe. Okay, bringt das dann was, wenn ich hier die da reinstecke? Ja, bringt gar nichts. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Vielleicht können wir das, die ja da an dieser Lampe das erhellen. Das einzige Licht hier hinten. Okay, so, warte mal, können wir die da dran halten? Bringt das was? Vielleicht ist es ja heiß genug. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Ja, viel wichtiger ist aber leuchtende Phosphorwatte. Okay, alles klar, jetzt geht's. Ja, super. Aber ist das jetzt auch richtig so? Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Muss wohl so sein. Okay, gut. Das ist gut, dass wir das erfahren haben, aber es bringt uns nicht weiter, ne? Ist denn hier noch irgendwas? Verdreckte Mosaikscheibe. Okay, können wir da dann auch was erkennen? Oder ist es nötig, die erst zu reinigen? Bevor ich hier zu Werke gehe, muss ich aber erstmal sauber machen. Hm. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, okay, schon gut. So, hier geht's zum Fahrstuhl. Ach du liebe Zeit, okay. Und da hinten ging's noch zum Turm. Mehr haben wir hier nicht, ne? Doch, hier ist was, Kieselsteine. Ich nehme ein paar Kieselsteine mit. Gut, ich habe ein paar Kieselsteine. Fantastisch. So, und hier ein Fahrstuhl. Yeah, Kontrollen. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Okay, so. Öltankklappe. Ob der noch funktioniert? Hier kann ich Öl reintanken, ne? Zur Plattform. Und einen Code werde ich wahrscheinlich auch eingeben müssen, ne? Zur Plattform. So, wo geht's denn hin? Funktioniert denn hier gar nichts? Tja, ich ahnte es. R-U-F. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Weiß ich nicht. Kaugummi? Kieselstein? Weiß ich nicht. Können wir es kaputt machen? Warte mal so. Das war nicht das Passwort. Okay. Kakaotes Kaugummi. Ist auch nicht das Passwort. Und Phosphor. Nee, aber mit dem Phosphor vielleicht ist das da. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Okay. Die Uhr ist stehen. Aber auch das wird mich nicht ab. Ja, schon klar. Okay, gut, alles klar, Öltank. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Ja, wir haben ja zum Glück noch die Phosphorlaterne da, ne? Okay, hier ist schon mal ein Wischmopp drin, das ist schon mal gut. Was ist da noch? Seife nehmen wir auch mit. Was ist da noch? Ein Eimer. Ist da in dem Eimer denn wenigstens was drin? Nee, scheint leer zu sein. Okay, was ist hiermit? Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Okay, möchtest du also nicht. Gut, okay. Wischmopp, Seife, Eimer. Ja, okay. Ja, ich gehe erstmal wieder zurück. Mal gucken, ob das reicht. Ich befürchte es ja nicht. Wir brauchen das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Wasser. Toni, oder zumindest Wasser. Ja, okay, alles klar, Wasser. Gut, okay, nee, da wollen wir nicht lang. Da ging es doch nirgendwo lang, ne? Nee, da geht es nirgendwo lang. Aber was ist da? Ein Mosaikstein. Was ist das? Der ist herausgefallen. Wo kann der reingehören? Hier nicht, ne? Nee. So, probieren wir es mal hier, ob wir da... Nee, Quatsch, da können wir... Ach doch, Moment, doch, natürlich müssen wir ja machen. Die leuchtet ja jetzt. Mal gucken, was passiert. Und? Aha, sieht gut aus. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation.
Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Ja, hoffen wir es, ne? So, aber was kann ich denn mit diesem einen Mosaikstein hier machen? Dieses Mosaik ist manchmal lösig, diese... Ohne, dass ich es mitbekomme. Okay, ich probiere es nochmal gleich auf der, bei dem auf der anderen Seite. Aber ich würde erstmal gerne zum Turm gehen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, wow, das sieht fantastisch aus. Hey, was ist mit dem Schnabelkuscheltier? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ja, ja, schon gut. Okay, schon gut. Nörgelfritze. So, was haben wir denn hier? Da ist der Kerl. Ich spare mir meine... Wieso, kommst du da nicht hin, oder was? Hier ist alles irgendwie... Nee, kommt da nicht hin. Ich spare mir... Da kommt er überall nicht hin. Warum nicht? Lauf mal. Kommst du hier echt nicht ran? Kofferraum? Nee, geht nicht. Wir müssen erst diese Flüssigkeit ganz hier ablassen. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Oh, okay. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Okay. Können wir denn wenigstens was von diesem verseuchten Wasser mitnehmen? Was macht er? Wo geht er hin? Ach, da geht er hin. Okay, gut, das haben wir. Damit können wir schon mal die Scheibe sauber machen. Ich spare mir meine Aber bevor wir das Wasser nicht abgelassen haben, kommen wir leider nirgendwo hin. Da kommen wir nicht dran, ne? Na, ich spare mir meine. Ja, okay, kommt er nicht dran. Und hier oben kommt er auch nicht hin. Okay, gut. Also, dann machen wir doch mal Folgendes. Wir gehen erstmal genau zur Bahnhofshalle und reinigen. Warte mal, Seife, so. Cool. Hm, schau mich. Na, guck mal eine an. So, und das jetzt auch noch daran. Super. Und damit sollte es uns doch jetzt gelingen, diese Scheibe, Mosaikscheibe zu reinigen, ne? Mal gucken, was die Zeit... Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Natürlich. Hübsch. Oh, kaputt. Mist. Der Wischmopp ist zerbrochen. Oh. Na, so ein Jammer aber auch. Nimm den, fass den nicht an. Nicht nur, dass der dreckig ist, der ist auch noch radioaktiv verseucht. Upsi. Ja, okay. Fabelhaft. So, Klappe. Gut, da sollte jetzt dieses Zeug reingehören. Und vielleicht... Okay, da ist ein Loch. Passt das, der Mosaikstein da rein? Sabalot, der Stein hält nicht. Und nun? Na, das ist doch einfach. Kombinieren wir mit dem Kaugummi. Jupp, so. Jetzt sollte er halten. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Ja. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Hm. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ja, das sagst du so. Okay, gut. Blauer Stein. Können wir die auch drehen? Nee, die können wir nicht drehen. Gut, das ist ja schon mal gut, weil das bedeutet... Ach so, halt nie. So. Nee. Kann man sie drehen? Warte mal. Ah, doch, man kann sie drehen. Schade. Schade, man kann sie wirklich drehen. Mist. Aber der gehörte da nicht hin. Okay, so, du gehörst da bestimmt hin, ne? Jawohl. Okay, gut, dann so ein Dingens hier haben wir nicht in Gänze. Okay, was ist denn damit? Nee, der passt hier nicht ran. Der könnte ranpassen. Nee, auch nicht. Okay, was ist mit ihm hier? Auch nicht. Cool. Der hier? Nicht so wirklich. Alter. Okay. Nee, die lassen sich immer nur um 90 Grad drehen. Okay, also ich denke schon, dass es einer von diesen hier ist. So. Nein, der ist es nicht. Der gehört doch da auch nicht hin. Nee. Der gehört eher hier hin oder sowas. Nach der liebe Zeit. Okay. Na schön. Nee. Du
hier unten hin? Auch nicht. Okay, ich mache erstmal hier mit weiter. Das passt nicht. Das hat mir schon rausgefunden. Passt nicht. Das hier passt auch nicht. Das hier passt nicht. Schade. Solche passen da nicht rein. Der hier, das könnte passen. Guck mal, das ist die Ecke da unten. Jawohl. So, jetzt suche ich einen mit an der Grundlinie. Ne? An der Grundlinie hier einen so vielleicht. Ja, gut. Wir kommen der Sache näher. So, das geht dahin. Okay, hier haben wir irgendwas, einen solchen Stein. So vielleicht. Jawohl, passt, cool. Hier könnte sowas rein. Der passt sogar. Klasse. Voll der Profi hier. So, weißt du Bescheid. Nee, die passen gar nicht da rein, ne? Sprach das Wort Profi und bums. Nee, wohl gar nicht. Okay, wie wäre es denn mit dem hier? Nee, leider nicht. Leider nein, nein. Nein. Nee, sicher nicht. Nee, okay. Ich könnte mit dem da erstmal weitermachen, ne? Passen die denn hier rein? Nee, tun sie nicht. Passt so einer daran? Nee, tut er nicht. Da. Okay, der passt auch. Cool. Schon wieder einer weniger. So, der passt auch. Fantastisch. Ich hoffe doch, dass die so... Ja, doch, die bleiben einfach dabei, ne? Wenn er passt, dann rastet er ein. Rastet er aus. So. Ja, vorstellbar. Irgendwie so? Nee. Nee, geht nicht. Okay, halt, den hatte ich schon ausprobiert. Okay, aber welche gehören denn hier oben rein? Der könnte passen. Also so einer könnte passen. So, genau. So, jetzt brauche ich noch einen mit einem Strich, der rote. Ast rein, das passt auch. Wunderbar. So, hier kommt einer mit der Spitze rein. Aber nicht der. Der auch nicht. Der könnte hier unten hingehören. Nee, kann er nicht. Okay, Spitze. Nein. Spitze. Spitze. Wunderbar. Passt. Halt hier. Nee, eher dieser hier. Jawohl, passt. So, hier. Nein, nein. Nein, nein. So, auch nicht. Aber die Idee ist gut. Nee, leider nicht. Ups, dieser hier? Nee. So, auch nicht. Nee. Warte mal, hier muss doch auch ein spitzer Stein rein, ne? Vielleicht nicht ganz so spitz. Nee. Schade. Nein, auch nicht. Das kann auch eine Weile dauern, Leute. Schade. Das hätte beinahe gepasst. Kann ich die eigentlich auch wieder aufnehmen? Nee, kann ich nicht. Das ist gut. Weil es bedeutet, wenn es richtig ist, dann bleibt es auch so. Nee, passt nicht. Okay, hier, der. Jawohl. Cool. So, nächster. Du könntest es sein. Ja, ist es auch. Okay, so. Aber was passt denn hier in die Ecke? Passt doch gar nichts hin. Da. Okay, so. Du hier hin.
Nö. 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 Du kommst da oben hin. Okay. Das da? Nee. Nee. Weiß ich noch nicht. Der kommt auf jeden Fall so dahin. Gut. Also muss der hier hinkommen. Aber wie? Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Nein. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Hä? Was macht der denn da? Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi. Und was Toll. Ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Oh. Damit. Aber echt. Sicherungskasten. Dann nehmen wir die Taschenlampe raus. Das ist gut. So, die Mosaikstücke. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Ja, toll. Allerdings auch nicht besser als vorher. Du hast nicht drauf rumgekaut, oder? Sicherungsschalter. Das System rebootet. Und? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Das war total cool. Wirklich. Ich bin so stolz auf dich. So, Taschenlampe haben wir dabei. Okay, also Rufus. Aber ich wette... R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Doch, geht doch. Oh, der funktioniert sogar noch. Okay, cool. Wir sind oben. Passt rein. Weiße Flagge? So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Nee, was ist das für ein Geräusch? Das war nicht gut. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder... Ja. Arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Cletus ist die Organon. Notboot. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Okay. Das da oben ist Elysium. Ja, genau. Ich war noch nie so nah dran. Was ist denn mit der weißen Flagge? Warum hängt die hier? Warum ist das so? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay, heißt das, die wird hier mit runtergeholt? Ja, wird sie. Okay, jetzt nehme ich sie. Alles klar. Haben wir am Start. Hier können wir irgendwas anderes Dummes mit hochheben, ne? Aber was denn zum Beispiel? Können wir den Mob da dran binden? Los, sei nützlich. Nee, wir sollten... Stures Ding. Ja, ja. Wir sollten nicht zu sehr auf uns aufmerksam machen, ne? Nee, ich traue diesem Typen nicht. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Was? Okay. Also, gekautes Kaugummi, Kieselstein. Da müssen wir auch noch irgendwas mitmachen. Aber können wir die beiden kombinieren? Nee, können wir nicht. Die Mobstange passt da nicht dran. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe Nein. hier versüßen. Okay, schon Wahrscheinlich gut. aber eher verkleben. Okay, das nicht. Können wir denn aus dem Kieselstein und dem hier Wenn einfach Wenn ich anfange, verbauen? Meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Okay, das wird offensichtlich nichts. Gut. Okay, gibt es denn hier noch was zu entdecken? Haben wir entdeckt. Flaggenmast. Puh. Damit kann ich auch noch was machen. Nö, können wir nicht. Hier ist ein Schnörkel. Können wir den mitnehmen? Keiner weiß wozu. Hä? Wir können den tatsächlich mitnehmen. Schnörkel, aber damit können wir doch... Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Genau. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Okay, will er also noch nicht. Na schön. Gut. Ja, mehr gibt es im Moment nicht zu tun, ne? Hier weiß ich noch nicht, was wir da ranhängen können. Keine Ahnung. Gehen wir mal wieder zurück.
So, was jetzt? Wusch und weg ist er. Hier. Irgendwie müssen wir an die Öltankklappe kommen, ne? Können wir denn mit der Stange gucken? Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Ja, ich dachte... Nein, mein Mantel... Ich will okay, ja. Ich dachte auch eher, damit, dass du damit den Stand prüfen kannst. Mit dem Mob geht's aber. Okay, jetzt habe ich einen öligen Mob. Klasse, hey! Ich behalte die Idee... Im Hinterkopf, genau, öliger Mob. Ah, damit könnten wir jemandem eine Falle stellen, sollte das nötig sein. Gut, gehen wir mal zur Bahnhofshalle zurück. Oh, oh. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Kletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Mhm. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Was? Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Hm. Was haben die hier vor? Moment mal. Dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Das auch. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Allerdings. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Ob das so eine gute Idee ist? Sind wir wieder dran? Wir sind wieder dran. Okay, hier können wir wahrscheinlich nicht dran vorbei. Nee, vielleicht noch nicht. Okay, also Cletus zuerst. Gut, Leute, das machen wir auch. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.